Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Escape from Bug Island. Im letzten Part haben wir den Fluss erreicht. Okay, gucken wir uns hier mal um. Das war ein gruseliger Abschnitt, soweit ich weiß. Der Horror steigt noch mehr in die Höhe. Holt euch ein Kissen und haltet es euch vors Gesicht. Nein, sonst könnt ihr nämlich nichts sehen. Die erste Blutlache sehen wir schon und hört euch mal die Atmo an. Alter. So. Boah, dieses Hauchen in der Hintergrundmusik, das ist ja mal richtig Horror. Alter. Lecker. Wer? Nö. Was machst du denn hier? Was macht der Gorilla hier? Okay. Jetzt müssen wir kämpfen. Ach du Scheiße. Was? Ich hab das Nunchuck angeschlossen. Okay. Wie soll ich vor denen eigentlich immer ausweichen? Der kommt. Ah! Lauf um dein Leben, ey. Die sind nicht stark genug. Nervige Fliegen. Was ist das? Okay. Wow. Irgendwelche Frösche. Mach die Fliegen weg. Die nerven. So, na bitte, au! Hey, hast du das gespuckt? Ich will's gar nicht wissen, ist ja gut. Ah, ich halt. Wow. Hilfe! Ich balanciere hier mich wieder mal rum. Oh nee. Ja. Das sieht mir... Taucht der jetzt jedes Mal auf? Nimm mal, weggehen! Mann! Weißt du was? Geh weg! Ach so, das war... Oh nein! Das war in dem Gebiet so. Der taucht immer wieder auf. Oh nein! Das war in dem Gebiet so, dass der Gorilla hier immer wieder auftauchte und Stress macht. Okay, Sackgasse. Nicht so schön. Hey, so gefällt mir das. Ein Sandsack. Was willst? Na gut, damit könnten wir den Kerl bewerfen oder in den Wald, was die dieses Säckchen, was wir da gesehen haben. Ich gehe da jetzt aber mal aus Sicherheitsgründen noch nicht zurück. So. Lecker, Maden. Wir zertreten Maden.
Okay, was zum... Noch ein Sandsack. Oh. Boah, hier gibt's aber viele Bärenfallen. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir eigentlich lang sollen. Okay, da können wir nicht rüber. Denn da ist irgendwie der Weg weg. Also beziehungsweise... Aber wo sonst? Nee, nee, man muss da rüber. Mal gucken. Kann ich denn springen? Keine Chance, hier geht's nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg finden. Bist du krank? Das Licht sofort wieder an. Problem gelöst. So. Oh. Das ist wieder so eine Unke oder wie die sich immer nennen. Ist das ein Insekt? Ist ein Frosch ein Insekt? Ich glaube nicht, aber... Oh mein Gott. Muss Waffe ändern. Gib mir... Erstmal fliegen weg. Mach doch einfach weiter. Meine Güte, ne. So. Wow. Hallo. Ich gehe erstmal in das Haus. Hier ist... Wann ist das Zeug denn abgelaufen? Das ist eine orange Angst. Egal. 4. März. Ich fürchte, alle meine Freunde sind tot. Ich fühle mich schuldig, aber andererseits so gut kannten wir uns auch wieder nicht. In dieser seltsamen Hütte am Fluss stand ein Safe. Ich wollte ihn gerade öffnen, als sich dieses riesige Ding auf mich stürzt. Ich habe den verdammten Schlüssel in einem Haufen Magen verloren. Egal, was in diesem Safe ist, so wichtig kann es nicht sein. Doch. Doch. Junge, so wichtig kann es sein. Vor allen Dingen, wenn es Geld ist. Ich weiß zwar nicht, was mir Geld auf dieser Insel bringen soll, aber egal. Boah, Sibit war auf jeden Fall groß, da sehe ich einen großen Punkt. Wie kommen wir dorthin? Mal so gefragt. So ziemlich gar nicht. Ach du heiliges Hackfleisch. Jetzt kommen die hier auch noch ran. Und wollen uns runter haben. Ach du Schande. Nein! Halte dich. Nö. Hau ab. Oh Gott. Wow. Jetzt geh doch einfach mal weiter und lass dich nicht von der Fliege nerven. Die sind echt nervig. Diese Fliegen. Oh nö. Kann jeder nur wegmachen. Die sind nervig. Vor allen Dingen, wenn so ein Froschface da gerade ankommt. Da liegt's rum. Geh doch einfach weiter, du Runk. Lässt er sich davon aufhalten, ey. Ernsthaft. Geh weiter. Hä? Wieder?
Perfekt. So. Zum Glück kann er nicht ins Wasser fallen. Beziehungsweise nicht so. Hm. Okay. Was jetzt? Okay. Nervige Fliegen. Ob mich das Zeug umbringt? Wer weiß. Hm. Nerve nicht. Muss da runter. Hilft nicht. Sag mal. So. Bestimmt würde das Insektizid dagegen helfen. Gegen diese Mistviecher. Ist da was? Ich probier's. Nö, irgendwie nicht. Jetzt reicht's mir. Feuer! Feuer! Was? Scheiß Mann. Ach so, ja. Der hat ja gesagt, hier irgendwo hat er wohl seinen Schlüssel verloren. In seinem Zettel. Und da. Safe-Schlüssel. Ja, lol. Wir haben den Schlüssel. Aber wo ist der Safe? Jetzt müssen wir nur noch den Safe finden. Hab mich gerade gefragt, was sind denn das hier für Teile? Das sind Grashalme. Nein, ich meine die toten Leichen von den Fliegen. So. Das meine ich. Das. So. Lalala, 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 eine Wanderung, die ist schön. Naja, obwohl eine Wanderung hier ist nicht gerade so schön. Oh, gleich 2 Punkte. What the hell? Spinnen! Das ist ja wundervoll. Ihr spinnt doch echt. Wisst ihr, was die Spinnen hier nervt? Kann ich da rein? Die sind ja nervig. Die sind richtig nervig. Oh, willkommen im Spinnenhaus von Zelda. Majora's Mask oder so. Irgendwo war das so. 5. März. Die Bäume scheinen irgendwas abzusondern. Es schmeckt süßlich und die Sprengameisen hier scheinen es zu lieben. Was? Sie laufen genau darauf zu und ignorieren mich, was absolut in Ordnung ist. Ich wüsste zu gerne, ob meine Freundin noch lebt und wenn ja, ob es sich lohnt, weiter nach ihr zu suchen. Ob sich das lohnt? Safe-Schlüssel benutzt. Was ist da drinne? Honig. Was war das? Für ein Geräusch. Oh, wir können speichern. Speichern erfolgreich. Ihr ahnt es. Im nächsten Part machen wir dann weiter. Oh, diese Spinnennerven. Wie sich die Spinnen hier auch noch backen und so. Alter. Also wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Schaltet wieder ein. Da werden wir weitermachen.
Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.